Hallöchen Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 5. Wieder eine Koop-Folge, diesmal mit dem Hi-Hi, heißt er auf Facebook, und Aram heißt er auf meinem Discord-Server. Er hat sich die Map Kampfknoten ausgesucht auf Unplatzbar und ich denke, das kriegen wir hin. Und da würde ich sagen, bauen wir gleich mal ein paar Türmchen. Er hat schon einen Turm gebaut. Ich habe mir den Ninja-Affen mitgenommen. Als Spezialhaus. Das ist völlig egal, wo man die hinsetzt. Die kommen eher an jedem vorbei. Gut, und ich würde sagen, wir starten das Game einfach mal. So, Aram, du kannst auch mal gerne die Runden weitermachen, wenn du Bock hast. Wenn ich gerade die Runden nicht weitermachen kann. Damit wir hier einen reibungslosen Ablauf haben. Alles gut, alles gut. Kann mal passieren, dass wir gleichzeitig auf denselben Button drücken. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Aber ich gehe mal von aus. Er hat das Häuschen vom Wurfpfeilaffen mitgenommen. Heißt, wir können auf jeden Fall schon mal die Bleibloons platzen lassen. Ups. So, nehmen wir noch einen Discord-Server schreiben. Ey, es ist so viel zu schreiben. Mann, 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 Mann. So, setzen wir hier noch einen rein. Oh, schon den zweiten kleinen Wurfpfeilaffen auf seinen Dreierwurfpfeilen. Also Aram hätte vermutlich mitgeredet, die Folge. Also irgendwann kommt noch einmal eine Folge, wo einer mitredet. Aber meistens ist die Qualität einfach nicht so gut oder er hat eine Rückkopplung, das was in diesem Fall der Fall gewesen war. Heißt also, ich habe mich mal doppelt gehört. Ich glaube, er spielt sein Handy und hat halt Lautsprecher und deswegen habe ich mich dann gehört. So denke ich, war es gewesen bei ihm. Irgendwann, Leute, irgendwann hört er mich. Hört er neben mir hier noch einen in den Folgen. Aber da muss natürlich Qualität stimmen und so weiter. Na? So, genau, Bananenpassagen werde ich mir auch einbauen. Habe ich gerade so aus dem Augenwinkel bei dir gesehen. Was setze ich denn die hin? Ah, hier oben kann man die hinsetzen. Kannst du ruhig weitermachen, ist kein Problem. Danke, dass du gewartet hast. Aber man kann da ruhig weitermachen. Das ist mir nicht ganz so wichtig, wenn ich mal eine Runde keine Bananas kriege. Also siehst du, wir haben ja gar keine Blumenbeerenbüsche hingesetzt ans Ende. Ist jetzt aber auch, glaube ich, nicht so wichtig, weil kriegen wir auch ohnehin. Ist aber ganz cool, falls man da durchrutschen sollte. Ja, meistens setze ich hier immer ans Ende der... Ach, komm mal, machen, komm. Was soll der Geiz? Ans Ende der Linie hier, damit halt keiner durchkommt. Oder falls man da durchkommen sollte, hinten abgeblockt wird. So, ich baue gleich noch ein paar Bananenplantagen. Gut, dass du Wurfpfeilaffen hast mit dem Explosiven, sonst hätten wir jetzt echt ein Problem gehabt. Meine Ninja-Affen können noch keine zerstören. Mm-hmm.
Gerade hat ja im Discord einer geschrieben, es wäre cool, wenn man zu viert spielen könnte, dass jeder ein Viertel bekommt. Ist ja an sich noch nicht unübersichtlich genug hier, dass man halt nur einen Teil bekommt, aber dann so ein Viertel. Könnte man natürlich immer machen, wäre mal ganz cool, wenn es sowas geben würde, so ein Vierer-Koop, aber ich glaube, dann hat man wirklich extrem lange Wartezeiten. Wenn dann einige Geräte vielleicht nicht so optimal sind. So, sagen sie, sollte man ein paar mehr gute Tower hinsetzen, ne? So viel haben wir jetzt noch nicht hingebaut. Vor allem in 10 Uhr kommt schon ein Moab. Aber gut, bis dann kriegen wir es auf jeden Fall locker noch hin. Ich baue in die Mitte ein Affendorf, okay? Das, ja, ich habe da ein bisschen mehr Platz, heißt, ich kann da das Affendörfchen besser hinbauen. Mal so vielleicht, oder so in meine Richtung. Ja, das ist ein super Affe. Warte, noch nicht aufrüsten. So. Ablenkung, Ablenkung. Da oben kann ich dann ein paar Sauger hinstellen später. Oh, hier habe ich noch nicht mehr Bananen gehabt. Ach du okay. Ich dachte gerade ernsthaft, der eine Blumen ist da schon rausgeflaufen, aber nein, ist er glücklicherweise nicht. Der wurde abgelenkt von meinen Ninjas. Was ganz cool wäre, ist, glaube ich, so ein Eistower hier in die Mitte. So schön mit Eissturm. Ich baue mal, hätte ich mal Bock drauf. Schön hier den arktischen Wind. Ja, ich habe leider selber nicht so viel Gold. Oh Gott, ich habe da so eine Angst, ey. Ah, wir haben erstmal deine Laserstrahlen auf einen super Affen, das ist ja schon mal nicht schlecht. Achso, siehst du, Abfestung, Affenleuchtfeuer mache ich gleich noch, ein bisschen mehr Rage, ein bisschen mehr Damage haben. So. Mein Eissturm hat schon einen Pop-Count. Jo, gleich kann ich mal einen arktischen Wind machen. Gott, diese Map ist vor allem so mega kurz gefühlt. Ah, jetzt haben wir das mal ein bisschen slow hier in der Mitte. So, jetzt kommen nochmal zwei Mobs. Die Runde. Schön, alle werden geslowt in der Mitte. Das gefällt mir. Hier werde ich meinen Blendgranaten hinsetzen, zwei Stück. Hier kommt gleich ein Blumenitz und dann sind wir relativ gut erstmal. Du hast schon Plasmastrahlen, das ist sehr schön. Blumenitz! Dann können wir gleich mal Dschungeltrommel machen, ein bisschen mehr Speed hier. Zack. Dann vielleicht noch einen Radarscanner, damit der Superaffe die Tarnballons angreifen kann. Denn später kommen ja so viele Lead-Tarnballons. Was schon ganz praktisch wäre, die Unterstützung vom Superaffen zu haben. So. Dann baue ich mal hier ein paar Schledder hin. Wenn auf Runde 60 der erste BFB kommt. Sparst du etwa gerade für den Gott der Sonne? Ich finde es nicht so cool, dass Bloons kein Ingame-Chat hat. Fände ich schon ganz edel, wenn man darin chatten könnte. Gerade weil halt meistens ja, wenn man raustappt aus dem App, aus der App, das Spiel sich, das Match beendet wird. Relativ uncool. Oh, siehst du, da haben wir schon die Lead-Tarn-Bloons. Was siehst du, mein Eissturm kann natürlich auch dann die Tarnballons angreifen.
Piu, eingesaugt. So, Runde 63 kommt gleich, machen wir gleich mal viraler Frost, denn jetzt kommen sehr, sehr viele Keramik-Balloons, die erstmal gefreezed werden. Ah, okay, der Gott der Sonne, der macht schon alles. Und gestunt werden durch die Blendgranaten und der Gott der Sonne tötet die, alles gut. Das Level kriegen wir easy hin. Da haben wir gute Vorbereitungen getroffen. So, da kommen ein paar mehr Bloons, ne? Ein paar mehr Beef-Bees, wollte ich schon sagen, ein paar mehr Moabs. Oh, da steht die Bananenrepublik gebaut, irgendwie. Ich glaube, für mich lohnt sich jetzt nicht mehr, die Bananenrepublik zu bauen. 3800 für 20 Runden. Muss mal kurz errechnen. Ich glaube, 7, ne? 7 macht die Bananenplantage. Sind wir bei 6, sind wir bei... Ups. 40, 240 pro Runde mal 20 sind wir bei 4000. Also würde sich auf jeden Fall lohnen, die Bananenrepublik noch zu machen. Bis zur 85. Runde. Ah, gut, eine. Der Rest lohnt sich, glaube ich, nicht so wirklich. Da war ich jetzt ein wenig zu spät. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann doch lieber mal ein paar Sauger noch bauen. So, noch einer. 69. Runde. In einer Blume wurde schon 62 Pops abgehalten. Aber wohl eher, weil die zu groß waren oder die Stacheln sich auf den anderen Knoten rüber geschlichen haben. Oh, das ist schon zweiten Superaffen. Cool. Die erste Stufe vom Bluenhexler ist echt saugiger. Ich dachte schon gerade, ich habe mich verlesen, aber nein, das ist wirklich saugiger. Was für ein Upgrade-Name. So, Runde 4, 11 Runden nur noch. Ey, das geht, ich weiß nicht warum, aber in Koop geht das einfach so wahnsinnig schnell, die ganzen Ebenen. Keine Ahnung warum. Kein Plan wieso. Wow, da waren aber viele Herzen gewesen. 517 hat mein Astrom schon gekillt. Und viele, viele verlangsamt. Nein, er hat gerade so eine Reichweite, um auf den Knoten hier zu schießen. Mein Affe, mein Bananenbauer. So, habe ich gleich 5 Sauger. Auf maximaler Stufe. Hm, 2 Götter der Sonne, das sieht ganz gut aus. Kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin. Ah, das ist die Runde mit den wahnsinnig vielen Regrowth-Bloons. Ah, dauert es ein bisschen länger, da ist er noch ein bisschen am Kämpfen gewesen, alles gut. Kann ich hier noch was setzen? Ein paar mehr Ninja-Affen. Ich habe zwar das Haus dabei, aber irgendwie nicht so viele.
nicht so viele Affen gesetzt. Na, dann kann ich gerne den Schaffen mal hinquetschen. Da passt aber noch einer hin. So, 84. Runde danach. Und nach der 84. Runde sollte man ganz kurz eine kleine Pause machen, um unsere ganzen Bananenplantagen zu verkaufen. Damit wir da eventuell noch was bauen können. Na, eine Runde hast du noch. Also die 84. Runde, die kommt jetzt erst und danach hättest du die erst verkaufen können. Aber gut. Nicht so wichtig. Dann bin ich mal solidarisch zu dir und verkaufe meine auch. Ah, jetzt sehe ich meinen Mausgeiser nicht mehr. Oh, jetzt komme ich zum Verkaufen. Okay, egal. Ich habe es nicht verkaufen können. So. Und jetzt die ganzen Bananenplantagen verkaufen. Und was brauchen wir denn noch schön? Es sind noch ein paar Häcksler. Kann nicht schaden. Gold habe ich noch. Brauchst du noch was? Ich gebe es dir einfach mal. Ob du damit was. Achso, du hast es. Ich glaube, du hast mir das Geld gerade geschenkt. Das habe ich dir wieder zurückgeschenkt. Alles klar. So, wenn du bereit bist, start auf die Runde und dann sehen wir, was passiert. Achso, ich habe sogar mal einen Ninja-Doppelgänger. Na, das sieht doch relativ eindeutig aus, oder? Das war ja easy. Kriegen wir auf jeden Fall noch 900 Dollar, 6 Münzen und die Münze und, die Münze, die Medaille unplatzbar. Sehr, sehr cool. Jetzt bin ich schon wieder bei fast 11.000 Dollar, die ich hier habe. 109 Münzen. Und ja, das war wieder eine weitere Folge gewesen. Balloons Tower Defense 5 im Koop-Modus unplatzbar geschafft. Sehr geil. Fehlen nicht mehr allzu viele Medaillen. Hust. Ja, na denn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Balloons. Bis dahin. Ciao.